Hallo und herzlich willkommen zu diesem Special. Heute mal mit ein paar ausgewählten Leslie-Artikeln. Und unter anderem sind dabei aus den Assorted Fountains Sortiment kleine Fontänen. Zwar einmal die Peacock-Fontäne von Leslie. Eine NEM von 28 Gramm. Dann die Tricolor-Fontäne mit 28 Gramm. Dann haben wir die wunderbar witzigen Moskitos. Kleine Wirbel, die aufsteigen mit rasanten Pfeifton. Ganz witzig. Dann haben wir den Leslie Kick. Eine kleine Blitzknaller-Tablette, die vollständig abbrennt. Dann haben wir die Leslie Creepers. Sind kleine, ja, Packet Cracker, die aber keine Packet Cracker sind, sondern kleine Wirbel. Werdet ihr dann im Video sehen, sind ganz witzig. Dann haben wir die Leslie Shocks. Eigentlich nur ein aufwendig bedruckter Böller. Aber dennoch gar nicht mal so schlecht, obwohl die Verarbeitung natürlich auch miserabel ist. Gramm pro Böller NEM. Und dann haben wir noch die Thunder Kong Max aus dem 32er Pack, dem Thunder Kong Bulk Pack. Und davon werden wir auch einfach mal ein paar zünden. Immer wieder schön, diese kleinen Bombenrohre. Hier in der 32er Sparpackung. NEM steht jetzt hier nicht drauf. Das ganze Ding hat, glaube ich, 105. 115 hat das ganze Ding. Da wünsche ich euch viel Spaß bei der Zündung dieser ganzen wunderschönen Sachen. Bis dann. Und als erstes die Leslie Kick. Kommen wir zur Zündung der Leslie Shocks. Lauter Böller. Ich würde sagen, überdurchschnittlich gut für Super Böller 2. Haben natürlich auch einen höheren Preis. Annehmbar, wirklich. Moskitos am Silvestermorgen. Unglaublich schnell die Teile. Als nächstes die Peacock-Fontäne. Und die Tricolor-Fountain. Nun die Leslie Creepers. Ja.
Headbanger-Rakete am Silvestermorgen. Kommen wir zur Zündung der Thunder Kong Max aus dem Bikepack. Erstmal einer. Naja, deutlich leiser als Flashbang oder so. Machen wir nochmal die letzten zwei gleichzeitig. Nur einer.